Spremberg, eine Kleinstadt im Herzen der Lausitz, mittendrin im Kern des Strukturwandels und in einer Zeit des Umbruchs. Für viele junge Menschen ist das Weggehen eine verlockende Option. Doch viel spannender ist, was gerade junge Leute dazu bewegt, hier zu bleiben, wiederzukommen oder hier Wurzeln zu schlagen. Was treibt diese Menschen an und wie sind ihre Geschichten? Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Spremberg und komme ursprünglich aus dem schönen Breisgau in Südbaden. Habe BWL und Wirtschaftspsychologie in Hamburg studiert und danach in ganz vielen deutschen Städten gearbeitet. Frankfurt, bei KPMG gearbeitet, München, bei Under Armour gearbeitet. Dann nach Berlin gezogen, da bei McFit und DAZN gearbeitet. Bei einer Venture Capital Firma und mich als Unternehmensberaterin schließlich selbstständig gemacht. Und bei der Arbeit habe ich dann den Robert kennengelernt. Irgendwann im Laufe der Zeit hat sich dann daraus mehr entwickelt und er meinte, er ist in Spremberg verwurzelt und dachte dann, ja komm, wenn du diesen Mann haben willst, dann musst du halt nach Spremberg ziehen. Da als Familie hast du hier auf jeden Fall mehr Vorteile als in der Großstadt. Du kannst dein Kind alleine in den Kindergarten laufen lassen, alleine in die Schule laufen lassen. Das ist ein Luxus, den du den Kindern hier bieten kannst. Die können viel verantwortungsbewusster, eigenverantwortlicher hier aufwachsen. Du hast hier die Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen mit Garten. Du kannst deinem Kind eine Schaukel in den Garten stellen und du hast immer noch Platz im Garten. Also das ist echt ein sehr, sehr großer Luxus hier. Jobtechnisch hätte ich mich gern fest anstellen lassen hier, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Potenzial hier ist, gerade was Marketing angeht. Bei fast jedem Unternehmen habe ich die Möglichkeit gesehen, Dinge zu verbessern mit eigentlich einfachsten Mitteln. Also jetzt für die Skala, von der ich herkomme. Es gibt aber kaum Angebote. Gemeinsam mit Robert haben wir dann irgendwann überlegt, was wir machen könnten, damit ich wieder arbeiten kann. Haben uns mal alles ganz genau angeguckt und haben festgestellt, die Gegend bietet unfassbar viele Möglichkeiten. Aufgrund der Tatsache, dass es hier noch fast nichts gibt, was man als Großstädter als selbstverständlich ansieht. Hier mal so ein Braut- und Abendmodegeschäft, wo in der Großstadt alle denken würden, oh nee, bitte nicht noch eins, weil da die Dichte so hoch ist und hier ist einfach noch Bedarf da. Also ich war überzeugt, es würde sich tragen. Deswegen habe ich es gemacht. Aber ich war wahnsinnig überwältigt von der positiven Rückmeldung, die wir gleich vom ersten Tag an bekommen haben. Also wenn das so weiterläuft wie bisher, dann können wir hier noch viele gute Arbeitsplätze schaffen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute diese Möglichkeiten, die die Region ihnen bietet und die Stadt ihnen bietet, dass sie die ergreifen und nutzen. Nicht jammern, was sie stört, sondern dass sie tatkräftig anpacken und verändern, was sie verändern können. Wenn alles gut läuft, haben wir weiter unsere Unternehmen, es sind vielleicht noch ein paar mehr geworden. Romeo hat ein Geschwisterchen, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, so dieser Blick in die Kristallkugel, weil am Ende kommt es ja doch anders, als man denkt. Wir sind hier beide in der Region aufgewachsen und haben beide unser Abitur am Erwin-Strittmatter-Gymnasium gemacht. Nach dem Abitur ist Lars nach Freiberg gezogen, um dort zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich bin nach Leipzig gegangen, um Pharmazie zu studieren. Zu dem Zeitpunkt kannten wir uns allerdings noch nicht und haben uns dann erst während des Studiums über das Internet durch einen großen Zufall kennengelernt und dann gemeinsam nach Dresden gegangen, wo wir gewohnt und gearbeitet haben, bis unser Sohn im Juli 2020 geboren ist. Dann sind wir zurück in die Heimat gezogen, weil wir näher bei der Familie und bei den Freunden sein wollten. Mit dem Sohn war es für uns einfach eine gute Option. Die Familie will natürlich das Kind auch mal sehen, die Großeltern wollen es sehen. Viele Freunde haben Kinder im selben Alter, was sich total super angeboten hat, dann das auch gleich zu verknüpfen. Weitere Punkte natürlich eben die Hobbys, die wir immer noch hier haben. Ich habe auch in Dresden Fußball gespielt, aber es ist nicht dasselbe. Heimat ist Heimat. Unser Start hier in der Heimat lief sehr gut. Wir haben beide eine Arbeit gefunden, die uns Spaß macht. Lars bei der ASG und ich bei der Stadtapotheke in Spremberg. Haben natürlich einen leichten Start hier gehabt, auch dadurch, dass wir unsere Familien und unsere Freunde hier haben. Elisa ist beim Tanzverein. Von daher war das für uns keine sehr große Umstellung, in dem Sinne zurückzukommen. Wir hatten ja eh schon immer hier viele Freunde. Viele sind nach dem Studium zurückgekommen oder gleich hier geblieben. Von daher kennt man Leute teilweise von klein auf. Wenn man es jetzt natürlich mit Dresden vergleicht, ist das kulturelle und das kulinarische Angebot natürlich kleiner. Aber ja, es war ja eine bewusste Entscheidung. Ja, es ist natürlich noch Luft nach oben, was man noch machen könnte. Aber ich finde, Spremberg hat dafür, dass es eine kleine Stadt ist, schon sehr viel zu bieten. Schöne, kleine, gemütliche Stadt, in der alles nicht so anonym ist, sondern sehr persönlich, man viele Leute kennt
ja, die Seen in der Nähe, also das hatten wir zuvor nicht. Also da hat man jetzt wirklich unbegrenzt Möglichkeiten, kann eigentlich immer zu einem anderen See fahren. Zukunftspläne haben wir so noch keine geschmiedet. Wir können uns natürlich vorstellen, hier auch ein Haus zu kaufen, ein Haus mit Garten. In der Region ist viel zu tun. Wir wissen alle, was hier ansteht. Und von daher ist es natürlich schwer zu sagen, was hier in der Zukunft wird. Aber wir probieren, glaube ich, alle das proaktiv zu begleiten, dass wir hier auch in 5 bis 10 Jahren noch eine schöne Stadt haben, eine schöne Region. Ich bin in Spremberg geboren, aufgewachsen. Ich bin alleinerziehende Mutter und bin Geschäftsführerin von dem Café. Ich habe mich 2017 selbstständig gemacht mit hauseigener Konditorei, Meisterkonditorei. Also ich bin tatsächlich, habe ich hier in der Jugend schon gearbeitet. Mein Onkel hatte das früher als Kneipe gehabt, da hieß es Bolles Tränke, wer das vielleicht von früher noch kennt. Habe als Jugendliche hier schon Gläser poliert und Aschenbecher leer gemacht, habe auch meine eigene Jugendweihe hier gefeiert und viele Jahre später die Kneipe, was früher eine Kneipe war, übernommen und einen Kaffee draus gemacht. Und wie gesagt, wir versuchen uns in die Patisserie einzufuchsen und das hier ein bisschen in Mode zu bringen. Soll es ja nicht nur in der Großstadt geben, kann es ja auch gerne hier geben. Habe bereits einen Lehrling im 3. Lehrjahr, ein Wahnsinnsteam, was mich unterstützt, privat und natürlich auch geschäftlich. Kann mich zu 1000% auf meine Mädels verlassen. Ich habe seit 2 Monaten meine Mutti auch im Team. Da bin ich auch unheimlich stolz drauf. Sie ist Köchin. Meine ganzen Lieblingsmenschen wohnen hier in der Region. Meine Kinder sind beide von Kindesalter an bei der Kinder- und mittlerweile bei der Jugendfeuerwehr. Ich finde es gigantisch, was dort geboten wird. Die haben wirklich schon die Erste Hilfe drauf. Also beide Kinder könnten Erste Hilfe leisten. Des Weiteren sind es die Seen, die mich hier faszinieren. Unterwasserlandschaften sind im Sommer zu erschnorcheln und zu erkunden. Das Angeln ist auch eine Leidenschaft von mir, was mich einfach nach dem stressigen Alltag oder nach einem angespannten Tag runterkommen lässt. Und wenn der Tag mal nicht ganz so stressig war und ich noch ein bisschen Action brauche, dann setze ich mich auf mein Motorrad und fahre mit meiner guten Freundin einfach mal eine Runde, natürlich durch die Dörfer an den Seen vorbei. Also Spremberg mit den ganzen Ortschaften, die ja eingemeindet wurden, ist ja eigentlich relativ groß. Und trotzdem, wenn man hier geboren ist, hier aufgewachsen ist, kennt man irgendwie jeden. Auch das Angebot, was für die Kinder geboten wird, kann man fast schon vergleichen mit einer größeren Stadt. Wenn ich 5 Jahre in die Zukunft blicke, möchte ich eigentlich, dass fast alles so bleibt, wie es ist. Ich habe liebe Kundschaft, möchte ich natürlich gerne, dass die so bleibt, wie sie ist. Meine Kinder sollen natürlich wachsen und gedeihen, logisch. Ich wünsche mir nichts dazu. Ich wünsche mir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Spremberg hat seine Ecken und Kanten und an so manchen Stellen noch Luft nach oben. Vor allem jedoch bietet Spremberg ziemlich viele Chancen und ein lebenswertes Umfeld. Es liegt an dir, etwas daraus zu machen. Neugierig? Wir freuen uns auf dich.